Guten Morgen, Fanbase! Alles klar bei euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Frank the Tank von Streetlights.de und Roller.com. Ja, Freunde, heute geht es wieder weiter mit dem Gilera Runner 125 Kubik zu 172 Kubik. Gestern hatten wir den First One. Wir lagen beim First One bei sehr, sehr gute 19,4 PS. Dafür, dass wir immer noch, den Luftfilter überhaupt gar nicht bearbeitet haben. Der ist auch nicht angeschlossen aktuell. Wir haben lediglich wirklich nur die Hauptdüse auf den Originalvergaser auf 105 geändert. Die Hauptdüse ist von Two Extreme, eine M6er Düse, die normalerweise zum Beispiel auch in Delorto-Vergasern verwendet wird. Des Weiteren haben wir den Malossi 172 Kubik aufgebaut mit einer 0,8er Quetschkante und wir haben eingebaut die Carbon-Membranplättchen, die beim Zylinder vom Malossi auch schon dabei sind. Ansonsten haben wir hier nichts geändert. Auspuff ist wie gesagt Original SM06 und heute haben wir Folgendes vor. Wir wollten heute ja die Malossi Multibar testen. Genau das werden wir auch machen. Wir werden schauen, was können wir eventuell heute noch rausholen, wenn wir ein bisschen den Antrieb modifizieren. Viele sagen, Malossi Multibar, zum Beispiel Finger davon, bringt bei mir gar keine Leistung. Viele sagen, nimm nicht die Feder bringt auch nichts, die Gegendruckfeder und so weiter. So, jetzt habe ich mit dem Kunde gesprochen. Der Kunde hat natürlich die Kommentare auch mitgelesen und hat gesagt, Frank, du musst das entscheiden, möchtest du die Multibar testen? Wenn ja, dann teste sie, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wenn diese Multibar keine Leistung bringt, möchte der Kunde sie natürlich auch nicht haben, selbstverständlicherweise. Gut, ich habe mir jetzt gedacht, komm, bevor ich jetzt hier wieder ein neues Produkt auspacke, seht ihr hier vorne steht meine Aprilia SR 125, natürlich ebenfalls mit 172 Kubik Malossi, hat aber einen größeren Delorto-Vergaser drauf und so weiter. Aber hier ist der ganze Antrieb schon bearbeitet. Dort haben wir eine Multibar eingebaut, eine Delta-Klatsch und so weiter und so weiter. Und ich würde sagen, Ich hole jetzt erstmal den ganzen Antrieb aus meiner Aprilia raus und den können wir dann hier testen und somit brauchen wir dann nicht ein neues Produkt öffnen. Denn wenn wir sehen, dass die Werte schlechter werden, wofür sollen wir dann den Antrieb ändern? Weil viele schreiben in ihren Kommentaren, die Original-Vario läuft wirklich am besten, brauchst du alles nichts machen, du brauchst nur den Keilriemen machen oder nur die Gegendruckfeder oder manche wollen auch nur das Getriebe geändert haben. Und deswegen würde ich sagen, nicht lange schnacken, ich baue jetzt erstmal den Antrieb aus meiner Aprilia und melde mich dann gleich wieder und dann machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme, was haben wir jetzt eigentlich hier und was bauen wir als erstes ein, um eventuell den Wert von 19,4 PS zu knacken. Aber es geht sich ja nicht nur darum, dass wir einfach den Wert knacken wollen, sondern die Kurve muss wirklich auch, aktuell ist die Kurve schön geradlinig nach oben, ganz kurzen Einknicker und dann geht sie weiter oben und ziemlich linear. Und das ist das, was wir natürlich auch beibehalten wollen. Wir wollen jetzt nicht eine Leistung von 22 PS erreichen und dann dafür eine katastrophale Kurve. Ich würde sagen, dranbleiben, ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder, Freunde. Und zwar war dies der beste Lauf, den ich persönlich mit der Malossi Multibar hinbekommen habe. Und zwar finde ich persönlich, dass sich der Unterschied zu der originalen Vario eigentlich gar nicht wirklich so extrem tut. Was ich aber extrem festgestellt habe, der Malossi Riemen klaut echt ungefähr fast 1 PS. Egal, wie ich das Ganze hier hin und her abgestimmt habe, der Malossi Riemen hat immer ca. 1 PS weniger Leistung als hier der Riemen Original von Piaggio mit der roten Kennzeichnung. So, anfangs habe ich gedacht, okay, ich habe ja erstmal wirklich auch einen Riemen ausprobiert, der wirklich schon jetzt 300 Kilometer von mir auf der Straße gelaufen ist. Habe gedacht, okay, vielleicht liegt es am Riemen, habe nochmal einen neuen Riemen gemacht, habe nochmal 3-4 Läufe gemacht, habe hier echt unendlich Läufe gemacht. Aber da kommen wir ungefähr auf dasselbe Ergebnis. Der Original-Riemen von Piaggio, zumindest auch schon mit der roten Bezeichnung, ist weitaus besser als der Malossi-Riemen. Zumindest hier auf meinem Setup. Viele haben gesagt, okay, ich soll den Malossi Riemen nehmen mit der grünen Bezeichnung. Hätte ich auch gerne heute wirklich gemacht. Ich habe aber gesehen, ich habe ihn nicht hier direkt auf Lager. Das heißt, das Ganze fällt jetzt erstmal flach. Wenn der Kunde später mit dem Fahrzeug nochmal wiederkommt, ich werde ihm das auch am Herzen legen, dass er wirklich diesen Riemen nochmal einbaut. Er wohnt ja hier auch um die Ecke, ich glaube 15 Kilometer Entfernung. Darf er gerne dann auch nochmal hierher kommen und das Ganze dann nochmal durchtesten. Ich würde sagen, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt wieder die Original-Vario einbauen mit 10,8 Gramm Gewichten. Und
Eventuell bauen wir auch noch die Kupplungsfedern ein und so weiter. Ich werde noch ein bisschen rumprobieren und würde sagen, ich melde mich gleich wieder mit eventuell vielleicht sogar einem besseren Ergebnis. Bis gleich. Freunde, ich würde sagen, super Kurve, super steil bergauf, super linear und das für ein Budget von um die 300 Euro. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht, Freunde? Und zwar, wir haben hier 172 Kubik Malossi aufgeschraubt, Carbon-Membran-Plättchen, den Originalvergaser haben wir draufgelassen, den fahren wir jetzt nicht mehr mit einem 105er, sondern aktuell mit einer 112er. Ich habe die gerade nochmal umbedüst. Dann haben wir wieder die Original-Variomatik eingeschraubt mit 10,8 Gramm Gewichte, haben jetzt erstmal den Original Piaggio Riemen montiert mit der roten Kennzeichnung. Ich weiß, ich sollte den mit der grünen mal ausprobieren, diesen hatte ich aber heute nicht auf Lager. Des Weiteren bin ich jetzt gerade noch hingegangen und habe hier grüne Kupplungsfedern eingebaut auf die Originalkupplung. Und ich würde sagen, das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen und der Kunde möchte am Donnerstag erstmal seinen Roller auch wieder abholen. Wir werden den dann komplett zusammen montieren, werden aber nochmal die Airbox oder halt den Luftfilter bearbeiten und dann den Vergaser nochmal ein bisschen neu abstimmen und werden dann nochmal ein Video machen, mit wie viel Leistung verlässt der Roller denn jetzt hier wirklich überhaupt unser Haus. So, und alle Leute, die gesagt haben, wir sollen natürlich nicht das Getriebe vergessen. Nein, meine Freunde, das Getriebe wird nicht vergessen, aber jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür und auch der Kunde muss an sein Budget denken und hat zu mir gesagt, Frank, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Gut, müssen wir so akzeptieren, machen wir auch so. Und ansonsten, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und hat mal wieder richtig Spaß gemacht. War jetzt eigentlich ausführlich, glaube ich, das erste Maxi-Video, was ich jetzt gemacht habe, wo ich mal einen Zylinder aufgebaut habe in den Videos. Und ich hoffe, ihr wart zufrieden. Ihr könnt ja nochmal in die Kommentare hauen, welche Erfahrungen habt ihr mit welchen Keilriemen. Ich bin immer etwas enttäuscht, wenn ich sehe manchmal, dass diverse Markenriemen immer eigentlich viel weniger Leistung bringen als diverse Originalriemen. Das Ganze habe ich auch schon sehr oft jetzt bei Variatoren festgestellt, dass ich einfach viel bessere Ergebnisse habe mit Originalvariatoren als mit irgendwelchen Tuning-Variatoren. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle Tuning-Variatoren oder alle Tuning-Keilriemen oder Antriebsriemen halt schlecht sind, aber es ist auch nicht immer das Beste, was teuer ist. In dem Sinne, Freunde, ich würde sagen, ich bin raus. Morgen gibt es ein anderes Video, weil wie gesagt, der Kunde erst Donnerstag kommt und dann machen wir nochmal ein Abschlussvideo zum Gilaruana und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut, ich bin raus. Ciao.